Ja, moinsen und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part von Bioshock. Ich glaube, mittlerweile auch schon der siebte Teil hier meiner kleinen Serie. Und wir sind wieder zurück in Arcadia. Wir haben jetzt dort drüben eigentlich alles soweit erledigt. Wir müssen mal eben kurz schauen. Ah, ne, hier müssen wir drücken. Genau, wir müssen jetzt den Lazarus-Vektor in Umlauf bringen. Da. Andrew spricht zu uns. Alter, leck mich doch. Was ist denn das hier für ein Empfang? Warte mal, warte mal, warte mal. So können wir hier nicht arbeiten. Telekinese? Nee, Hypnose bei Big Daddy. Abfackeln. Electrobolt. Wir haben ja auch richtig viel Lebensenergie noch, ey. Das ist ja ein schöner Start hier im Level. Okay, komm, komm. Gar nichts mehr, ne? Okay. Ah, scheiße. Die sind ja noch nicht tot. Nein! Alter. Was für ein scheiß Start. Fuck, ey. Das ging ja voll in die Hose. Okay. Nochmal das Ganze. Und jetzt bin ich dem einfach hier umgangen hier? Oder wie ist das jetzt hier? Hallo? Oh. Habe ich dich jetzt... Habe ich dich getötet? Ja, ekelhaft, ekelhaft. Es ist so ekelhaft. So widerlich. Einfach nur ekelhaft. War hier unten nicht irgendwas, was wir einsammeln konnten? Nö, okay. Ja, dann scheint er tot gewesen zu sein. Oh, Bella. Hey, Big Daddy. Alles frisch? Läuft, okay. Komm, wir gehen jetzt einfach mal den Pfeil hier entlang. Ah ne. Das Portemonnaie ist ja voll. Ah, wer schreit hier? Wie Liebling. Tja. Das sage ich dazu, dass ich hier einfach unerwünscht bin. Einfach eine Frechheit. Unfreundliches Personal hier, das ist ja. Komm, wir nehmen mal hier die Shoddy. So. Aber jetzt muss ich ja keine Angst mehr haben von diesen komischen Robotern, die mich vorhin gekillt haben, oder? Nö, anscheinend nicht. Okay. Was heißt das eigentlich da unten? Da stehen Little Sisters in diesem Level. Heißt zwei Stück. Heißt das, ich habe eins, naja, knickknack. Und das andere habe ich am Leben gelassen? Oder ist das jetzt irgendwie, dass noch eins rumschwirrt? Weil ich weiß gar nicht mehr. Habe ich beide erwischt? Hm. Scheiß Alter. So, ich soll hier rein. In Langfords Labor geht es. Da müssen wir rein. Dann müssen wir hier wieder durch. Ein bisschen mehr Hygiene könnte hier nicht schaden. Tja, warte mal. Ich mache mal ein Foto von dir. Bitte lächeln. Ein Forschungsbleister, ein Elite-Heads-Bleister. Tja. Ah, okay. Ein neues Tonikum habe ich bekommen. Statische Entladung 2. Bremst Ihre alte statische Entladung andere nicht schnell genug ab? Dann rüsten Sie noch heute auf. Statische Entladung 2 um. Ein Gentonikum von Ryan Industries. Okay, ja, ich habe aber keinen Platz. Lassen wir es erstmal. Oh, eieiei. So. Ach, die gute alte Rohrzange.
Die ist auf jeden Fall Verlass. $30. Hier Houdini. Hat sich ausgezaubert. Ah, Vektor einführen. Oh ja. Bitte ganz langsam. Die konnten wir ja gar nicht durchsuchen, ne? So. Okay, komm, wir stecken ihn ganz langsam rein. Achtung. Oh. Und jetzt müssen wir ihn nur noch einsetzen. Wahrscheinlich dort. Hör nur, wie das verdammte Ding röchelt und stottert. Wann klappt das endlich? Okay, da läuft's. Julies Tod scheint dir als ernste Lektion nicht gereicht zu haben. Vielleicht überzeugt dich das. Oh. Versiegel die Tür zu Langfords Labor. Er wird ohne Zweifel Besuch vorbeischicken. Am besten läufst du zum Laboreingang zurück und versiegelst ihn. Das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, ihn in Fleiße vom Leib zu halten. Ich glaube, ich sollte aber erstmal lieber an die Person. Ah, habe ich nicht mehr so viel Scheiße. Warte mal. Ah, ich habe eine sehr gute Idee. Ich habe eine richtig gute Idee. So, Big Daddy. Oh, Scheiße. So, mein neuer Freund, komm mal mit. Aua! Sag mal, spinnst du oder was? Ja, genau. Ja, ist ja gut. Wo mache ich das denn? Komm mit, Big Daddy. Okay, Rohrpost, geh mal weg da, Digga. Hast du die Tür geschlossen? Gut, das wird sonst etwas Zeit verschaffen. Okay, und jetzt? Mach sie fertig! Mach sie alle! Komm, komm, komm. Bleib du mal hier stehen? Lass mich doch mal durch, du dicker Klops, ey. Fertig! Okay, die kommen da gleich durch. Bewach du da mal die Tür? Ich bewach hier die Tür. Kriegen wir das hin? So. Die haben sich hier überall durchgebrannt, die Scheißsäcke. Ach, hier komme ich gar nicht mehr durch. Oh großer Gott, da kommen sie! Da kommen sie? Ja. Oh shit, ach, der ist nicht mehr. Ah. Alles muss man. Ah, jetzt greift der mich auch noch an. Ey! Verdammte Axt, Junge! Ich bin doch dein bester Freund! Nein! Oh fuck, ey! Was bist du denn für ein Kumpel, ey? Nur weil ich dich aus Versehen mit einer Ladung Schrot voll gebombt hab, ey. So, jetzt aber. Find deine Eve-Spritze. Ja, du bist lustig. Ich brauche hier erstmal. Kein Schrot mehr. Hä? Ist jetzt natürlich nur die Frage, muss ich jetzt nur eine gewisse Zeit aushalten hier oder aushalten nicht lachen oder was muss ich jetzt hier machen? Das heißt also, wenn ich jetzt den dicken Big Daddy aus Versehen treffe, dann ist sofort vorbei unsere Freundschaft. Muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Hä? Nun, geh doch mal weg da! Oh, leck mich, ey. So, schlacht ihn ab. Okay, hier ist kein Durchkommen. Bist du immer noch mein Freund?
Warum nicht? Ja, wo versteckst du dich? Die scheiß Amateur. Komm her, du Penner. Ja, Alter. Schleich dich einfach von hinten an, du kleiner Scheißer. Jetzt reicht's aber mal. Was weiß ich denn? Kenn mich doch mit dem Scheiß gar nicht aus hier. Ist die Tür jetzt wieder auf oder nicht? Wo war denn das? Nee, da nicht. Da oben. Oh! Nein, ich hänge fest, ich hänge fest, ich hänge fest, ich hänge fest! Nein! Du Pisskopf, du! Ja, dann töte ihn doch mal. Rennst da einfach nur... Alles muss man hier selber machen. Wo ist der da jetzt? Scheiße, ey. Nein! Oh! Lalalalalala! Ist hier bald mal gut? Oh. Ich hab keine... Ich bin gleich wieder tot. So kann ich nicht arbeiten hier. Oh, jetzt, ey. Musst du genau im Schusswechsel nachladen, ey, du bist. Mann! Jetzt habe ich mich selbst. Die halbe Strecke habe ich jetzt geschafft. Ich weiß nicht, wie lange ich hier noch überleben soll. Ich habe kaum noch Munition. Sieht echt nicht gut aus. So. Scheiße. Alter. Oh, der ist verdammt dicht dran. Ich bin so tot. Oh! Hat hier keiner mal einen Verbandskasten, ey? Oh, ich hab noch nicht mal mehr Eve, ey. Keine Ahnung, ich habe hier andere Sorgen. Halt die Schnauze, ey. Ich habe hier ganz andere Sorgen.
Oh! Ich will doch nur leben. Nein! Hey. Nein! Oh, ist das, was ist denn hier los hier heute, ey? Habe ich jetzt alle möglichen Todesarten jetzt durch, ja? Kleiner Pisskopf, ey. Wo steckst du? Wo steckst du? Alter. Was denn jetzt? Ich hab noch irgendwie. Oh, die lädt nach. Ich klopp dich so lange mit der Rohrzange, bis du endlich abkratzt. Okay, war's das? Kann ich mich jetzt endlich mal drum kümmern, irgendwo ein Medikit herzubekommen? Ich muss unbedingt eins herstellen, glaube ich. Weil hier liegt nichts rum. Ich möchte ich gar nicht großartig. Verbandskasten nehmen wir mal ein paar. Aber hier Eve-Spritzen haben wir keine, ne? Okay. Schrot nehmen wir noch ein bisschen mit. So, ich glaube, wir können. Wir können wieder oben zu dem Mischpult gehen, wollte ich gerade sagen, jetzt zu dem Steuerpult. Jetzt sollte der eigentlich, hoffe ich, fertig sein. Ah, guck mal da. Komplett durchgehend. So. Wie befeuchten die Luft. Greta wird sich freuen. Okay. Was wäre jetzt wahrscheinlich eine Leichtigkeit zu sagen, ich kann jetzt einfach durchlaufen. Wahrscheinlich erwartet uns jetzt hier gleich eine Riesenarmada von Splicern. So könnte ich es mir zumindest vorstellen. Ja, du... Big Daddy rennt mir natürlich jetzt direkt vor die Flinte. Tja, wir waren mal so gute Kumpels, ey. Und dann hast du sie einfach weggeworfen, diese Freundschaft. Werde ich dir nie verzeihen. Rolling Hills. Okay, da sollen wir hin. Oh, ist das schön grün. Und lila und keine Ahnung. Was? Wer spricht hier zu mir? Okay. Rapture Metro. Weshalb widersetzt du dich so hartnäckig den herkömmlichen Methoden, einen Menschen von seiner Seele zu trennen? Du bist nicht von der CIA, nein. Du gehörst zu Atlas, dem einzigen Ungeziefer, das ich bisher nicht vernichten konnte. Aber sei unbesorgt. Ich brauche nur etwas Zeit, um das passende Gift zu finden. Na dann. Fröhliche Suche. Atlas und ich sind, ne? Ganz dicke Kumpels. Oh,
Ich will das nicht untersuchen, ich will das Tagebuch hören. Ich glaube an keinen Gott, keinen unsichtbaren Mann im Himmel. Doch es gibt etwas, das mächtiger ist als jeder von uns. Ein Zusammenwirken all unserer Bemühungen. Eine große, unermüdliche Macht der Produktion, die uns vereint. Aber diese Macht ist nur dann eine Kette, die die Gesellschaft in die richtige Richtung zieht, wenn wir für unsere eigenen Interessen kämpfen. Keine Regierung kann diese Macht lenken, an dieser großen Kette ziehen. Dazu ist sie zu gewaltig und zu geheimnisvoll. Jeder, der etwas anderes behauptet, will dir entweder in die Tasche greifen oder er hält dir eine Waffe an den Kopf. Na, dann. So, wir fahren mit der U-Bahn. Oder eher mit einer Wassergondel, würde ich sagen. Tja. Tauchkugel. Gib Gummi. Ziel auswählen. Ich würde sagen, wir fahren oder wir schwimmen zum Fort Frolic. Wer weiß, was uns da erwartet. Und was für merkwürdige Splicer uns noch erwarten werden. Komische Splicer. Nervige Splicer. Stinkende, pupsende Splicer. Oh, egal, komm. Ich kann zurückpupsen. Ich werde euch alle vergasen. Ach nee, ich habe ja gerade den Wald gerettet. Wenn ich jetzt gleich wieder mit Giftgas beigehe, ist das Spiel schneller vorbei, als ich wahrscheinlich bis 10 zählen kann. So, wir sind da. Sesam, öffne dich. Du bist fast da. Die Tauchkugel, die dich zu Ryan bringt, ist da vorn. Ryan hat die Schlüssel zu Fort Frolic einem Kerl namens Sander Cohn gegeben. Cohn ist ein Künstler, sagen einige. Ich sage, er hat einen Dachschaden. Ich habe in meinem Leben alle möglichen Arten von Gaunern, Verrückten und Asozialen gesehen. Aber Cohn, der ist wirklich ein totaler Psychopath. Ist denn zu laut hier? So, Spielautomat. Jackpot! Okay, hier nochmal. Gewinne, 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 gewinne! Wie? Nochmal. Jawoll! Nochmal gewinne, gewinne, gewinne. Was haben wir hier? Wahrsager. Nächstes Mal hast du hoffentlich mehr Glück. Okay. Das wird kein gutes Ende nehmen. Kein gutes Ende. Das ist meine Zukunft? Deine Zukunft sieht auch nicht viel besser aus, du blöder Wahrsager. Okay. Ich glaube da sowieso nicht dran. Ja, eine Eve-Spritze. Welch himmlisches Geschenk. Oh, nix drin. Ah, Verbandskasten. Ah, das ist hier wieder so ein Aufwachautomat. Genbank. Können wir einladen. Ja, wir müssen eigentlich sowieso nochmal was neu auswählen. Aber dafür brauchen wir diesen anderen Automaten. Guck mal, was ist hier Schönes? Heute geschlossen. So. Was ist das? Spritze. Hier ist noch so ein Musikautomat. Wenn ich darauf drücke, dann bekomme ich wieder Ärger mit YouTube. Nee. Habe ich keinen Bock drauf. Die sagen immer, Urheberrechtsverletzung. Böser Junge, böser Junge. Na, da kommen wir nicht durch. Okay. Ah, das ist ja zu still. Wenn ich das mal so sagen darf. Eindeutig zu still. Wahrscheinlich kommt hier gleich Mamas Bleißer. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ey, ist.
Es war so typisch. Da ist eine Maske. Häschensitz. Hm. Okay. Endlich läuft hier mal was Anständiges im Radio. Der Musiker hat die Pflicht, die Ohren zu schmeicheln und den Geist zu erfreuen. Also verabschiede dich von diesen Wichtigtouren und freue dich auf einen Abend mit Sander Cohen. Herzlich willkommen. Okay, finde Sander Cohen. Okay. Dann suchen wir ihn mal. Der wird bestimmt nicht weit weg sein. Also, ich habe hier unten seit Monaten kein Anzeichen von echtem Leben gesehen. Ich bin gespannt, ob du nur ein weiterer Nachzügler bist. Oder vielleicht etwas Besseres. Aua! Alter! Kommst du denn her? Was seid ihr denn für Spider-Splicer? Ihr kleinen süßen Zuckerhäschen hier. Wow, 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 wow. Also erstmal, ein geiles Foto, oder? Wenn das jetzt nicht... Das hat nicht ausgereicht? So, nochmal das Ganze. Ein erhöhter Schaden. Okay, ich hoffe, das hilft mir irgendwie weiter. Da haben wir nichts mehr. Wir müssen hier erst ein bisschen... Was wolltest du nur ein bisschen? Ja. So, du Grillwürstchen. Du bist ein kleiner Grillhase, bist du. Oh. Ja. Ist nicht schön mit Napalm, ne? Was ist denn jetzt los? Fleet Hall. Ah. Ich werde eingeladen. Aber ich wollte eigentlich ganz gerne nochmal... Nee, komm, lass uns das. Hallo? Verkaufsautomat. Haben wir hier noch irgendwie... Ein paar Eve-Spritzen nehmen wir noch mit. Verbandskasten haben wir, glaube ich, noch. Ja, haben wir noch genug. Ein paar MG, bisschen Schrot und ein paar Pistolenkugeln. So. Geld werden wir noch genug sammeln hier, glaube ich. Hallo? Ach, klasse. Willkommen in Fort Frolic. Ja, danke. Ich fühle mich hier auch richtig wohl. Leicht strange. Oh, das war... Oh. Da oben ist die. Komm, wir hacken das gute Ding. Oder?
letztendlich auch zerstören, oder? Komm, wir ballern es weg. Komm ich da an? Ja. Das hat ja gut geklappt. Oh ne, Napalm wollte ich jetzt nicht haben. Was denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Oh. Ah, die schon wieder. Gleich drei? Okay, komm, ist egal. Ich will das Ding voll haben. Na, Natural Camouflage, okay. Brauchen Sie etwas Ruhe und Frieden? Na, gerne. Dann verwenden Sie Natural Camouflage und hören Sie einfach auf, sich zu bewegen. Schon werden Sie unsichtbar. Denken Sie dran, nicht zu sehen heißt zu glauben. Mhm. Aber jetzt nicht. Die kloppen sich gegenseitig. Das finde ich gut. Was bist du denn für eine? Kannst du mal abbrennen? Ja, Problem bei Napalm ist immer, die brennen so lange nach. So, was haben wir hier noch Schönes? Ein neues Tagebuch. Du willst uns einsperren, alter Mann? Och, das macht Copsy nichts aus. Ich habe dich geliebt. Ich dachte, du wärst ein musikalisches Genie. Weißt du warum? Weil du meine Miete bezahlt hast, du altes Wrack. Komm zum Plattenladen. Ich zeig dir, was ich von deiner Katzenmusik halte. Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Katzenmusik, ne? Auf jeden Fall bekannt. Hier bei uns. Unter dem Namen Helge Snyder. So. Sullivan. Obwohl ich früher oft in Little Italy auf Streife war, schockiert mich die Kaltblütigkeit dieser Künstlertypen immer noch. Diese wilde Braut, Culpepper, und dieser durchgeknallte Cone haben Streit miteinander und erwarten jetzt, dass meine Sicherheitstruppe für eine der Seiten Partei ergreift. Als nächstes werde ich dann in Ryans Büro gerufen, um mich mit ihm über die ganze Sauerei zu unterhalten. Diese gottverdammten, behämmerten Künstler. Kuchen mit Cremefüllung. Da liegt doch Geld. Ja, nicht, was ist das? Ich weiß, was das ist. Das ist Geld. Komme ich an diesen Scheiß? Da war er doch eben. Ja. Juhu. Oh, das gibt wieder einen Urheberrechtsstreit. Weil. Oh. Okay, ich dachte gerade. Wild Bunny von Sander Cohen. Aua. Ah, hier bringen wir mal ein bisschen Farbe rein. Ich will die Ohren abnehmen. Doch ich kann nicht. Ich hüpfe. Wenn ich hüpfe, komme ich nie vom Boden weg. Das so. Ist mein Fluch. Meine ewige Verdammnis. Ich will die Ohren abnehmen, doch ich kann nicht. Das ist mein Fluch. Mein verdammter Fluch. Ich will die Ohren abnehmen. Okay. Bitte, nimm sie ab. Bitte. In diesem Spiel sind sie alle ein bisschen strange, muss ich sagen. Oh, ein Safe? Eieiei. Ach komm, wir haben noch genug davon. Kästen. Na, guck mal, einen nehmen wir mit. So. Oh. Da bist du aber überrascht gewesen, wa?
Da oben ist wieder irgendwo so eine Kamera. Ah, warte mal, ich mach das so. Wie, was hab ich? Hallo, Little Bunny. Oh, ein Actionfoto. Das muss ein Actionfoto sein. Oh. Wie, was, hier? Hä? Oh nein. Jetzt habe ich diese scheiß Dinge an der Backe. Ich muss jetzt mal raus. Ich muss hier raus. Ich will erstmal mich hier in Sicherheit bringen. Okay, ich muss mich irgendwo verstecken. Noch 25, noch 24, noch 23. Einfach überleben! Komm, 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 komm. Nichts los, hier gibt's nichts zu sehen. Lasst mich einfach in Ruhe hier die Zeit absitzen. Noch 5, noch 4. Oh, war ja klar, dass noch einer kommt. Oh, jetzt lädt auch noch nach. Bleib mal hier. So. Motherfucker. Jo. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren hinten irgendwo gerade zugange. Können wir hier noch irgendwas? Ja, geht nicht. Wir wollten ein sehr einladendes WC. Okay. Was ist mit euch denn hier in Ordnung? Vor allem, schwebt ihr? Ne, sieht nicht so aus. Das! Nein, ich will das Eve haben. Destilliertes Wasser. Ne, Toilette möchte ich nicht benutzen. Das ist mir ein bisschen zu unsauber hier. Hier sieht es wahrscheinlich auch nicht anders aus. Oh. Selbstschussanlage auf der Darmtoilette, das muss man sich auch mal geben. Ups, Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht. Nein, ich will das daneben haben. Okay, Toiletten sind geputzt, wir gehen weiter. Ah, hier waren wir schon drin, da haben wir den Wandsafe geknackt, genau. Und hier haben wir dann plötzlich irgendwie eine Kamera ausgelöst. Aber wo? Ich habe keine gesehen. Ein Eve-Spritze. Naja, anfertigen möchte ich jetzt nichts. Was war das? Alles leer. Ach, guck mal, da war so ein Alarm-Ausschalter. Dafür, dass hier schon die ganze Zeit Wasser reinläuft, ist es hier aber noch erstaunlich trocken, muss ich sagen. Ah, nimm eine Splittergranate. Ah,
kaputt. Ganz viele Zigarren hier. Aber nichts, was mir weiterhilft, oder? Bisschen Geld in der Kasse? Ah, nicht viel. Anfertigen möchte ich jetzt auch nichts. Oh, hier unten ist so ein kleiner Secret Room. Oh, ah, Entschuldigung. Ich drücke aber auch mal die falsche Taste. Bandagen. Ja, habe ich Besuch? Oh, Waffen-Upgrade-Station. Was nehmen wir denn da? Pistolenschadenssteigerung. Nein, wir werden. Eigentlich bin ich mit der Schrotflinte ziemlich glücklich. Ach komm, die nehmen wir. Noch eine Trophäe. Oh, oh. Nicht mehr viel Munition. Huh? Das machst du kein zweites Mal. Bleibst du stehen, du kleiner. Ja, geht doch. Kleiner Scheißer. Scheißersbleißer. Den haben wir hier noch nicht gehabt. So, ich würde sagen, wir gehen einfach mal dem Pfeil nach. Oh, wer bist du denn? Einmal bitte lächeln. Nitro-Splicer. Den sollten wir vielleicht schnell. Wo ist er hin? Du hast dich im Griff? Alter. Der hält eine Menge aus. Oh, keine Antipersonen mehr. Scheiße. Habe ich dich jetzt getötet oder versteckst du dich nur? Ah, wahrscheinlich letzteres. So, da werden wir wahrscheinlich erwartet. Gucken wir mal, ob hier alles soweit Chico ist. Ah, wir sollen da oben hoch, ne? Das machen wir auch gleich. Nachdem wir hier erstmal so ein bisschen abgesichert haben. Es ist nicht gestattet, sich vor der Vorstellung hinter der Bühne aufzuhalten, kleine Motte. Hopp, 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 hopp. Sehr gut. Okay, ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut. Wir schauen uns gleich an, was unser gute Mann hier vorbereitet hat. Das Ganze wird dann in der nächsten Folge einmal präsentiert. Und ja, wenn es euch gefallen hat, schaltet doch gerne beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt, wir spielen Bioshock Level 1 oder Teil 1, besser gesagt. Haut rein, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.